nicht wahr sein. Das ist ja... Ich hab sie dir gestern Abend nicht gegeben, um dir nicht den Abend zu versauen. Dafür ist der Morgen im Eimer. Mann, 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 Mann. Glaub es nicht, ich glaube nicht. So. Ich gebe lieber meiner Frau so viel Geld. Was sagtest du gerade? Ach, nichts. Doch, du hast irgendwas von deiner Frau gesagt. Ja, ich muss ja wahrscheinlich das Haushaltsgeld kürzen. Meine Güte, die arme Frau, wie soll sie das denn alles noch schaffen? Ach, irgendwie kriegt sie das schon hin. Da wird das Essen etwas dünner ausfallen, aber Gott sei Dank bin ich ja nicht so oft zu Hause. Würdest du dein Geld nicht so viel für andere Frauen ausgeben, hättest du auch mehr für deine eigene. Schatzi, ja? Aus deinem Mund klingt das etwas seltsam. Jetzt lenk nicht ab, du hast kein Verantwortungsbewusstsein. Was? Was? Als Sekretärin eines sehr charmanten Gentlemen, für den ich rund um die Uhr zur Verfügung stehe. Oh, 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 dein Parfüm. Da läuten bei mir alle Glocken. Ja, sie läuten 7:45. Ach, nochmal die Zeit, komm, lass uns nochmal ins Bett gehen. Ja, und was ist mit deiner Vorstandssitzung? Ja, ich sag Ihnen einfach, ich rufe später an und sage Ihnen, dass ich festgehalten wurde. Wie viel später? Das liegt an dir, mein Schatz. Und, du wirst doch eh gleich wieder an. Nein, nein, ich stelle den Wecker. Und dann bin ich, dann hört der los hier. Ja, aber der Wecker geht falsch. Wenn ich das Ding stelle, geht der ab wie eine Rakete. Aufstehen. Ich hab sie gesagt, dass du wieder schläfst. Oh, verdammt nochmal, ich schläfe. Was ist sie? Ich mach das selber. Oh, das geht ja noch. Oh. Was willst du zum Frühstück? Oh, Schatzi, ich will kein Frühstück. Ich bin darauf Diät, dass wir schlecht sind. Wir müssen alle den Gürtel enger schneiden. Ich habe nämlich auch schon mit Marion gesprochen. Weißt du, wir müssen rationalisieren. Denn ihre Mutter, die muss ich nämlich auch noch durchbringen. Ach so, und natürlich mit meinem Bruder aus. Ja, danke. Ciao. Junge, 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 Junge. Du, ich glaube, der elektrische Wasserkessel. Oh, ich will nicht mehr, wenn der schon wieder gemangert mit mir. Was? Ich wollte sagen, Mann hat gemeckert, ich muss jetzt los. Ich wollte nur wissen, ob wir uns einen Elektriker leisten können. Schatzi. Ja? Niemand kann sich einen Elektriker leisten. Seh dazu, dass sich Mami wieder drum kümmert. Mami? Ja, du hast zu mir gesagt, die hat jetzt mal den Staubsauger repariert. Ach so, ja, ja, stimmt, ja, das hab ich vergessen. Na, siehst du. So, tschüss, bis Freitag. Ich hab dich ganz verliebt. Ich zähle die Minuten. Ach, und ich auch. Oh, was denn, wer ist das denn? Das muss Mami sein. Pass auf, du gehst durch die Küche, durch den Seitenausgang raus, ja? Komm. Moment. Wäre das nicht eine goldene Gelegenheit, Mami einmal kennenzulernen? Nee, ganz und gar nicht. Pass auf. Und jetzt ab mit dir. Tschüss. Was ist das denn? Anne! Ja, hallo, Liebling. Oh, hi. Ah. Meine Güte, ich fass es nicht. Ja, mal. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Nein, ganz und gar nicht, meine Güte. Fantastisch Ach, aus. Du siehst fantastisch aus. Seitdem ich Alex kennengelernt habe. Was, bist du wieder verheiratet? Ja, so ungefähr. Aha. Ja, er ist ein Freund. Oh, solche Freunde lobe ich nicht. Ja. Wenn du übers Wochenende bleibst, lernst du noch einen weiteren Freund von mir kennen. Ist ja entzückend. Und wer ist das? Gerd. Aha. Ja. Und Gerd sagt nichts? Gerd weiß nichts. Also willst du sagen, die kennen sich überhaupt nicht? Genau, und so war Gott will, bleibt es auch so. Machst du mit Gerd? Ja, ich mache mit Gerd. Und machst du auch mit Alex? Ja, ich mache auch mit Alex. Aber nicht zeitgleich. Nein, Liebling. Ein Ehemann in Peru und zwei gleich zwei Liebhaber. Ist ja ein Wunder, dass du noch die Beine zusammenkriegst.
Ehemänner, ihren und meinen. Alex, das ist Anne, Anne, das ist Alex. Oh, guten Tag, Anne. ich mache gerade Tee, möchtest du auch welchen? Ja, gerne, aber ich müsste doch mal schnell nach Warnemünde. Warum? Ach, einer meiner Brüder ist aufs Grund gelaufen. Es dauert aber ein bisschen zu Stunde. Ja, ich war mal für ein paar Wochen in Winnigen Wellington mit einem verbogenen Zapfen. Klingt schmerzhaft. Ja, sehr. Ach, wirklich? Ja. Ach, Alex, würden Sie das vielleicht mal aufheben? Ach, natürlich, alles für dich doch immer. Dankeschön. Ach, herrje, ach, verdammt nochmal. Mach alles auf den verbogenen Zapfen. Verdammt, ich habe kein Taschentuch. Ja, Sie sind gerade frisch aus der Reinigung gekommen. Ach, würdest du mir welche holen? Du hast den Schlüssel. Ach ja. Wissen Sie, wir müssen meine Sachen nämlich immer einschließen, für den Fall, dass Ihre Mutter kommt. Die darf nämlich nicht wissen, dass ich da bin. Gottes Willen. Naja, ein bisschen schusselig, aber ganz süß, wa? Hermine! Hermine, ich hab doch glatt den Schmuck vergessen, du Hermine. Ein kleines, nettes, kochtes Ei. Ach, Sie Nüssling, Sie. 3 Minuten? Nein, ich kann kein Ei unter 4 Minuten essen. Ja, versuchen Sie es doch mal, die Zeit zu stoppen. Was ist los? Hallo, Alex. Wer ist im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer? Ja, wer drin ist, klingt nicht wie Hermine. Nee, die muss mal eben raus für mich zur Post. Ich dachte, Sie sind in Warnemünde. Ich habe angerufen, mich zu vergewissern. Es war gar nicht mein Mut. Also,
Wer ist im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer? Ja. Mein Mann. Ja, da werden wir uns mal mit einem kleinen Schmückchen zum Trost stellen. Ah, warte, ne? Bleib sitzen, bleib sitzen. Ah, ich mach das. Na, geht es auch, Herr Tschernik? Seien Sie schön vorsichtig. Es kommt ja Zeit, ja. Klappt das auch mit Ihrem Bein, sonst helfe ich Ihnen lieber. Alles klar. Ah! Was ist? Schlumpfer! Aber doch nicht hier! Oh, nein! Ja, ich kann mich nicht bewegen! Das ist genau der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt müsste ich mich hinlegen. Auch kein Problem mit. Dann ziehe ich mich eben hier aus. Hallo, Kanzlerin! Was willst du? Das Bett ist nicht bezogen. Ja, dann hole ich dir halt Bettwäsche. Ist die nicht da drin? Nein, ist sie nicht. Und dann ins Gästezimmer mit dir. Oh, Entschuldigung. Ich zieh mir schnell was an. Das ist doch nichts. Das ist nicht nötig. Ich bin ein verheirateter Mann. Ach, hört's bloß auf. Ich habe schon gerade einen sehr strengen Verweis von Hermine bekommen. Ach, das ist mir auch langsam egal. Ja, sie glaubt nämlich, wir freuen uns zu sehr an. Ach ja, die macht kein bisschen Anstalt, diesen ekelhaften Ehemann loszuwerden. Offensichtlich fühlt sie sich noch zu ihm hin. Ich will gerade schlafen gehen. Tut mir auch leid, aber ich fühle mich im Moment ziemlich elend. Hast du getrunken? Nein, wie kommst du denn auf sowas? Ich weiß nicht, ich find's nur reichlich spät, einfach so jemanden zu überfallen. Ja, Was ist das in deiner Tüte? Das ist ein Geschenk für dich. Pralinen! Danke. Es ist Whisky. Sie haben schon zwei Frauen. Sie wissen doch, was man sagt. Zwei sind eine Freundschaft, drei sind ein Verein. Ich gehe ins Bett. Hier ist doch noch genug Platz. Ja, viel Spaß, dann verbreiten Sie sich mal. Hä? Oh, Scheinklasse. Was ist Meinung geändert? Nein. Oder doch? Vielleicht doch. Wer ist da? Auf ein Wort! Sag ihm, dass er nicht hereinkommt! Sie dürfen nicht hereinkommen! Das wollen wir mal sehen. Hä? Um Gottes Willen, stehen Sie still! Stehen Sie still, wer sind Sie überhaupt? Das ist doch völlig egal, wer ich bin! Anne, du musst mir helfen. Ich bin doch nur das gemeine Frittchen. Ja, meine Güte, dann bist du halt jetzt die gemeine Schwester. Pass auf, ich habe noch einen Tisch, hab ich noch einen Dill. So nenne mich zum Dienst, Oberschwester. Ja, also als mein Mann mich anrief, war ja gar nicht sehr begeistert über diese Behandlung hier. Wenn Sie vielleicht so lange im Wartezimmer Platz nehmen möchten, wir rufen Sie dann, wenn es soweit ist. Ist nicht für eine Behandlung schon zu spät? Ja. Nein, ich bitte Sie, wir bieten einen 24-Stunden-Service. Darf ich Sie bitten? Wie bei McDonald's. Ich habe mich ins Bett gelegt und bin rausgefallen. Oh. Gut. Wo ist denn mein Wodka? Den bringe ich dir. Liebe Güte. Wer zum Teufel ist das denn? Niemand. Ja, und dann lag er tagelang im Koma. Und ich bin nicht von seiner Seite gewichen und hielt die ganze Zeit seine Hand. Und als er dann endlich wieder zu sich kam, hielt ich immer noch seine Hand. Oder sowas Ähnliches. Er scheint ein schwieriger. Wer zum Teufel ist das denn? Das ist nur der Arzt. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Schwingen Sie sich auf meinen Rücken. Aber denken Sie an was Leichtes. Los! Sie sind aber ein guter Kumpel. Ich bin schon lange nicht mehr geritten. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, wir versuchen ihn ins Gästezimmer zu bringen, damit er mit seiner Frau
mein Rücken! Lass mich hier nicht liegen! Vergiss den und hilf mir lieber mit dem hier. Sag, dass die Geschäfte werden blühen. Der Guppi mit dem Loch in der Flosse. Nein, es war ein Heilbutt. Ein Heilbutt? Ja, er ist draufgetreten. Gut. Wenn Sie das Tier morgen mal vorbeigeschossen haben. Ja, mein Mann. Tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wollen mir also nicht helfen, nein? Ich glaube doch, ich habe meinen Mann von einem Privatdetektiv überwachen lassen. Und er hat mir gesagt, dass er hier regelmäßig zu Besuch kommt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind Sie der Grund dafür. Sie Flittchen! Madame! Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber das hier ist eine Privatklinik. Unsinn! Na, wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch. Ich war so, man hat sich was beendet. Wo ist sie denn? Vorhand. Brauchen Sie noch irgendwas? Ach ja, vielleicht ein Spender. Ein Spender? Nein, sie meint einen Sender. Die Operation soll im Fernsehen übertragen werden. Ach, meine Güte, ist das ein Hin und Her hier. Dreh mal wie ein Furz und eine Kacke. Wenn wir denn einen Sender gefunden haben. Ja. Hab's geschafft, Alter. Großer Gott, Marion. Was ist los mit dir? Das ist meine Frau. Noch eine? Ja, fasziniert. Mein Rücken. Das ist eine große Entscheidung von Ihnen, Frau Petersen, wenn ich das sagen darf. Ich nehme meinen Mann mit nach Hause. Er scheint transportfähig zu sein. Aber er ist doch noch gar nicht geheilt. Wann möchten Sie ihn wiedersehen? Ich gucke mal im Kalender. Ja, komm, wenn wir schon gehen müssen, dann lass uns gehen, Mutter. Mutter, bist du verrückt geworden? Mutter! Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wer Sie sind. Die Mutti natürlich. Es ist mir außerordentlich eine große Freude, Sie endlich einmal persönlich kennen. Genau, die Gehirnerschütterung, die erschüttert einen immer so fürchterlich. Und außerdem habe ich Amnesie. Amnesie? Wann hat das angefangen? Was, wer bist du denn? Ich bin nach Hause. Ach, gar kein Problem. Ja, das sind nur einige der Risiken einer ausgehaltenen Frau. Ja, ich merke es schon. Ich werde mal lieber bei der Ehe bleiben. Selbst mit dem hier. Hallo, aufwachen. Sie können die Untersuchung jetzt beenden, Herr Doktor. Ich habe einen Fuchs vergessen. Und, wie lautet die Diagnose? Ja, kann man leicht Herzrasen. Herr Doktor? Ja? Haben Sie noch Termine frei? Ich bin privat versichert.